Moin Leute und willkommen zu diesem Vlog. Wir sind jetzt hier auf der IWA 2022 und wir gehen mal durch und dann schauen wir mal, was es so Neues gibt. Viel Spaß mit dem Video. Ich komme, Digga. Wir sind gerade in der Halle 6, das ist die einzige Airsoft-Halle und ihr seht, es ist ziemlich leer. Wir haben, meine ich, 9 oder 10 Aussteller insgesamt im Airsoft-Bereich. Das ist doch ziemlich wenig. Wir gehen jetzt mal im Ausrüstungsbereich noch ein bisschen schauen, aber wirklich viel Neues werden wir nicht sehen. Das ist halt Großteil Schlafwaffenbereich. Wir haben jetzt insgesamt 900 Aussteller circa im letzten Jahr, beziehungsweise also in der letzten IWA vor 2 Jahren. Waren wir bei 1900, also knapp die Hälfte. Das wäre auch bei den Leuten, auch bestimmt merkt ihr es gerade in der Audio, es ist wesentlich ruhiger als in den letzten Videos von der IWA. Es hat kaum was losgefühlt, ne? Von daher schade, aber mal gucken, was wir noch so finden. Weiter geht's. So, Tag 2. Der ist schon sehr erfolgreich. Wir gehen jetzt sofort wieder in die Halle 6. Und zwar zu Johnny Airsoft. Dort haben sie nämlich G&G-Waffen, die sehr interessant sind, dort mit Split-Gearbox. Das schauen wir uns an. Wir rennen los. Bis gleich. Ich glaube, ich noch nicht mal ganz aufgebaut jetzt. Schlafen noch. So, ich habe hier was Interessantes gefunden. Und zwar haben wir hier ein Leanfield von G&G. Hier haben wir aber was ziemlich Cooles von Red Wolf Airsoft. So sieht das dann quasi in der Anwendung aus mit diesem Trigger. Umarex HK416 A5 in der Sportline Edition. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief.
know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.